Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel bei 0-4 Leverkusen gegen 1899 Hoffenheim. Endstand 0-3. Ich begrüße auch unsere Zuschauer in den VIP-Bereichen des Stadions. Und auf dem Podium die beiden Cheftrainer Julian Nagelsmann und Roger Schmidt. Ich darf Julian Nagelsmann zunächst um seinen Kommentar bitten. Ich glaube, dass wir die ersten 10 Minuten nicht so gut ins Spiel gekommen sind. Leverkusen hat extremen Druck gemacht, viele zweite Bälle gewonnen, mit sehr viel Personal in der gegnerischen Hälfte gepresst. Da hat man ein, zwei Querbälle in den 16er, die wir Gott sei Dank noch verteidigt haben. Dann nach der roten Karte haben wir ein bisschen mehr Räume bekommen, gehen dann auch in Führung und kurz nach dem 1-0 haben wir in einer Situation Glück, wo Julian Brandt das Spitzenwinkel vorbeischießt. Das wäre der Ausgleich gewesen. Dann danach sind wir besser in Fahrt gekommen, haben ganz ordentliche Konter gespielt. Dann war es schwieriger zu verteidigen für Leverkusen und dann das frühe 2-0 in der zweiten Halbzeit uns in die Karten gespielt. Danach dann, finde ich, für ein Auswärtsspiel gut zu Ende gespielt mit noch vielen Chancen, die schön rausgespielt waren. Wenig Zufallsprodukte dabei. Machen dann das 3-0 und können, glaube ich, noch ein, zwei Tore vielleicht auch nachlegen von den Chancen her. Und vor allem mit dem Auftritt in der zweiten Halbzeit war ich dann sehr zufrieden und glaube, ein ganz gelungenes Auswärtsspiel. Danke. Vielen Dank, Roger, bitteschön. Ja, erstmal natürlich Gratulation an meinen Trainerkollegen und an seine Mannschaft. Ich glaube, hat es sehr gut zusammengefasst. Ich glaube, wir waren sehr griffig so, sind gut reingekommen, hat der Mannschaft angemerkt, dass sie von der ersten Sekunde an da sein will, haben dann auch ein paar Chancen gehabt. Mit der roten Karte wurde es dann natürlich ein anderes Spiel. Ich glaube, wir brauchten so ein bisschen, um uns an die neue Ordnung zu gewöhnen. Haben in der Phase das 1-0 bekommen. Da wurde das Spiel natürlich nochmal deutlich schwieriger. Und dann hatten wir, dass man dann nicht mal so viele klare Torchancen kriegt, war klar. Aber 1-0 ist natürlich immer alles möglich. Haben, glaube ich, bis zur Halbzeit das ganz gut gemacht. Eine hundertprozentige leider nicht verwertet. Und dann nach der Halbzeit mit dem 2-0, wo das natürlich ein Spiel, das extrem schwierig war für die Mannschaft, gerade in der englischen Woche, musste sehr früh wechseln, konnte dann nach hinten raus auch nicht mehr so wechseln, wie wir das eigentlich vorhatten. Und dann muss man einfach sagen, hat Hoffenheim das sehr gut gemacht, hat uns nicht mehr zurückkommen lassen in das Spiel und das natürlich dann auch verdient gewonnen. Das müssen wir so akzeptieren. Dankeschön. Haben Sie Fragen? Jürgen Zalustig. Ja, die Frage geht eigentlich an den Trainer und hat mit Ihrer Verbannung auf die Tribüne zu tun. Wir haben es jetzt nicht live gehört oder gesehen. Im Fernsehen wurde gesagt, der Ausgang war, dass Sie Ihren Kollegen in Erregung beleidigt hätten und deswegen auf die Tribüne gemusst hätten. Können vielleicht beide Seiten mal eben schildern, was da vorgefallen ist? Ja, ist korrekt. Also ich glaube, es gab einen Zweikampf direkt vor unserer an der Seitenlinie. Aus meiner Sicht ein harmloses Foul, wenn es überhaupt eins war. Ein Kollege hat sich aufgeregt, aber natürlich, das gehört dazu, mache ich auch manchmal. Ich habe mich aufgeregt, dass er sich aufgeregt hat und habe dann ein paar Worte gesagt, die nicht in Ordnung waren. Ich glaube, dass solche Dinge jetzt nicht einmalig sind, sondern sehr häufig passieren. Der Schiedsrichter, der vierte Offizielle, hat es gehört, hat zugepackt und hat mich auf die Tribüne verwiesen. Ja, für mich ist das Thema erledigt, so zusammengefasst. Und ich glaube, dass man das nicht so hochhängen muss. Fußball ist ein emotionaler Sport und ich liebe es, wenn es emotional zugeht. Und wir Trainer haben das Leid, dass wir halt nur an der Linie stehen können und auch einen hohen Puls haben und es nicht durch körperliche Betätigung die Emotionen aus dem Körper kriegen. Und dann ist es so, dass einfach mal Dinge auch in der Coachingzone passieren. Aber nochmal, ich hänge das nicht hoch. Für mich ist das Thema erledigt. Wir haben kurz drüber gesprochen. Und damit ist das Thema auch abgehakt und wir brauchen keine Nachfragen mehr zu diesem Thema stellen. Ich stelle trotzdem mal, Entschuldigung, eine Nachfrage noch zu dem Thema. Weil Problematik ist natürlich, dass Sie noch unter Bewährung stehen, was auch immer das heißt. De facto ist es doch, glaube ich, wohl, dass Sie jetzt 2 Spiele dann in der Liga gesperrt sind und möglicherweise noch eine neue Strafe kommen. Da bin ich jetzt aber nicht so regelkundig, um das zu wissen. Aber das war ja 3 Spiele Sperre nach Dortmund plus 2 auf Bewährung, die bis zum 30. Juni 2017 läuft. Ist das richtig, was ich sage, oder wie bewerten Sie das im Moment?
Sie denken, weil ich Experte auf dem Gebiet bin jetzt mittlerweile. Ja, vielleicht auch kann ich. Aber da trauen Sie mir mehr zu, als ich dann doch kann. Also ich kann Ihnen das letztendlich auch nicht beantworten. Also ich weiß, dass ich damals diese 5-Spiele-Sperre bekommen habe. 3 habe ich abgesessen, 2 waren auf Bewährung. Wann die Bewährung ausläuft, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Ob das jetzt ein Bewährungsfall ist heute, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Also das kann ich nicht zu sagen. Ja, Laschet, bitte. Herr Schmidt, welcher Platzverweis ist denn aus Ihrer Sicht, wenn man auf vielleicht mögliche Konsequenzen schaut, der bitterere? Der von Kevin Volland oder der Verweis auf die Tribüne Ihrerseits? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, es war eine kritische Situation. Ich glaube, keiner hier im Raum weiß, ob das jetzt ein Foul war oder nicht. Der Schiedsrichter hat es, oder ich weiß nicht, wer es entschieden hat, der Linienrichter oder der Schiedsrichter. Das hat natürlich meiner Mannschaft, also hat die Chancen extrem verringert. Ob es was jetzt schlimmer ist, klar ist es, ich fühle mich jetzt nicht toll, dass ich jetzt heute wieder auf die Tribüne durfte. Ich dachte eigentlich, dass mir das nicht nochmal passiert. Ist halt so, wie es ist. Heute war einfach ein Tag mit den zusätzlichen Verletzungen noch von Lars Bender und Ömer Toprak, mit dem Wegrutschen vom 2-0 von Ömer Toprak. Also heute war so ein Tag, wo irgendwie alles so gelaufen ist, dass es nicht gut für uns war. Philipp Ahrens. Herr Schmidt, können Sie denn jetzt direkt sagen, was mit den beiden ist? Rudi Völler sprach von muskulären Geschichten. Beim Ömer sah es ja sogar relativ schwer aus von oben. Also die Sanitäter wären ja fast auch auf den Platz gekommen. Und können Sie noch was genaues sagen? Nee, ich habe jetzt mit beiden noch nicht gesprochen und kann dazu nichts sagen. Also beides Oberschenkelgeschichten, muskuläre Oberschenkelgeschichten. Aber ob das jetzt eher krampfartig ist oder richtige muskuläre Verletzung, das kann ich nicht sagen. Gut, es scheint keine weiteren Fragen. Doch, Jan Reinhold. Herr Nagelsmann, Toljan war nicht im Kader. Können Sie sagen, war der Erkrankung, Verletzungsgrund oder geschont? Nee, der hatte seit Anfang der Woche ein bisschen Probleme mit der Wade und haben aus dem Training genommen bis Donnerstag, aber dann 11 gegen 11 am Donnerstag, ja, sah es nicht so aus, dass es geht. Und dann ja, war uns das Risiko zu groß. Es ist keine großartige Muskelverletzung, sondern der Muskel hat ein bisschen zugemacht in der Wade und das Risiko war dann zu groß, dass was passiert, falls er spielt. Das war der Grund. Andreas Schirmer. 2-0 Dortmund, dann Bremen 1-2, dann Tottenham, gutes Spiel, jetzt wieder so ein Spiel. Man hat das Gefühl, man bucht bei Ihnen so eine Achterbahnfahrt. Ist das ein Gefühl, das richtig ist? Was richtig ist, dass wir noch nicht die richtige Konstanz haben in dieser Saison, da haben Sie natürlich recht. Aber ich würde heute sagen, dass das Spiel ein außergewöhnliches Spiel war. 5. Minute rote Karte, 1-0 nach 10 Minuten oder 12 Minuten, ich weiß nicht genau, wann das Tor gefallen ist, in der englischen Woche. Ist eine schwierige Situation für die Mannschaft, deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieses Spiel heute in dieses Muster reinpasst. Natürlich wollen wir jetzt in den nächsten Wochen einfach sehen, dass wir die Konstanz oder die Leistung, die wir in einigen Spielen gezeigt haben, dann jetzt auch konstant hinkriegen. Ich hatte das Gefühl, Leute, so wie wir angefangen haben, wäre das heute so ein Spiel gewesen, wo wir das hätten beweisen können. Bitte schön. Herr Nagelsmann, der 4. Sieg jetzt in Folge. Es dürfte doch jetzt weitere Motivation und Selbstvertrauen vor den nächsten 3 schweren Spielen mit Köln, Berlin und Bayern gewesen sein. Ja. Ich glaube, Siege tun immer gut. Es bringt immer was für Selbstvertrauen. Ich glaube, auch die letzten Wochen haben uns geholfen, Selbstvertrauen aufzubauen. Aber es ist das Schöne im Fußball, es geht immer bei 0-0 los. Und du musst das Vertrauen auf den Platz kriegen und dann versuchen, jedes Spiel gut zu gestalten. Und da versuchen wir Mittwoch weiterzumachen mit einem sehr schweren Auswärtsspiel im Pokal und dann auch 2 sehr schweren Spielen in der Bundesliga. Es ist immer eine Momentaufnahme, in der wir aktuell gerade erfolgreich sind. Im Profibereich geht es immer darum, auch erfolgreich zu bleiben. Und dafür muss man hart arbeiten. Das werden wir jetzt ab morgen wieder machen. Jan Reinhold. Herr Schmidt, Ihre Mannschaft hat auch nach der roten Karte weiter nach vorne gespielt, sehr offensiv früh draufgegangen. Warum war es keine Option, da zu sagen, in Unterzahl, wir ziehen uns ein Stück zurück und setzen auf Konter? Ja, ich glaube, das Tor, wie das fällt, das ist keine Kontersituation, das 1-0. Das ist eine Situation, ein langer Ball, wo wir nicht durchdecken, dann einen Zweikampf verlieren, den wir so nicht verlieren dürfen und dann einfach noch ein paar falsche Entscheidungen treffen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da ausgekontert wurden.
Aber natürlich hat man danach auch gesehen, dass wir schon in der Lage waren, auch mit einem Mann weniger ein paar gute Bälle zu gewinnen, Druck drauf zu kriegen. Ich glaube, es ist für uns nicht die richtige Variante, nach einer roten Karte in der fünften Minute dann 85 Minuten uns in den eigenen 16er zu stellen. Aber so wie das Spiel gelaufen ist, war es natürlich schwierig. Und wenn man dann verliert, fehlen natürlich auch die Argumente. Das waren Ihre Fragen. Dann bedanke ich mich ganz herzlich. Kommen Sie alle gut nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.